Sie hören SBS Radio. Gleich im Programm ein prominenter Studiogast. Hallo, ich bin Urs Buhler von Il Divo und heute erzähle ich ein bisschen über unser neues Album Timeless und die bevorstehende Australien-Tournee mit demselben Namen Timeless. Wunderschönes Konzert. Hoffe, euch alle da zu sehen. Ein Ausschnitt aus Hola aus dem Album Timeless. Das Album wurde eben veröffentlicht Mitte August, das 7. Studioalbum von Il Divo. Und eins der 4 Mitglieder dieser außergewöhnlichen Gruppe ist jetzt bei uns im Studio, der 47-jährige Schweizer Urs Buhler. Herzlich willkommen bei SBS Radio. Hallo, guten Tag. Sie sagten mir eben, dass Sie die Stadt Melbourne kaum mehr wiedererkennen. Ja, es ist schon 6 Jahre her, dass wir das letzte Mal hier waren. Und ich habe, weil das ja immer so ein Rein und Raus ist, wenn wir auf Konzerttournee sind, habe ich nie groß was von der Stadt gesehen. Aber heute sind wir schon den ganzen Tag unterwegs, machen ja Promotionstour ein bisschen. Und ich bin also wirklich verblüfft über all die neuen Hochhäuser, die Architektur, die Theater, die Kultur, die Kunstzentren, die ich alle sehe hier, es ist unglaublich. Also die Stadt ist nicht wiederzuerkennen. Sie werden bald wieder hier sein, im Oktober, für ein Konzert in der Margaret Court Arena. Überhaupt mehrere Konzerte in Australien rund um die Nation werden darauf noch zu sprechen kommen. Aber zuerst, es gibt Il Divo ja seit 15 Jahren. Genau. Und sie haben seither, man kann sagen, die Welt erobert. Mehr als 30 Millionen verkaufte Alben. Was bedeutet Ihnen das? Ja, das ist schwer, das so kurz mal zusammenzufassen. Als wir angefangen haben vor 15 Jahren, war das natürlich ein bisschen ein Experiment, weil das ganze Genre, dem klassischen Crossover, wie man das ja dann irgendwie man irgendwann mal genannt hat, um dem ganzen Stil irgendwie einen Namen zu geben. Wir haben das nicht erfunden, das war ja so mit den Reitenören und so weiter und Pavarotti and Friends und so weiter, hat das ja angefangen dann mit Bocelli und Sarah Brightman. Aber wir sind ja doch schon Pioniere in diesem ganzen Stil und vor allem sind wir ja nach 15 Jahren auch noch da. Aber das haben wir. Ich weiß nicht, niemand hat diesen Erfolg erwartet von der Gruppe, also weder wir 4 noch Simon Cowell, der ja am Ursprung der ganzen Idee gestanden hat. Und ich habe eigentlich mit den Jahren habe ich immer davon geträumt, dass wir mal irgendwie Popmusikgeschichte schreiben würden. Und ich glaube, so nach 15 Jahren haben wir das irgendwie erreicht und es ist ja auch soweit noch kein Ende abzusehen und im Gegenteil, ich werde da immer mehr und mehr selbstbewusst eigentlich, dass wir in 10 Jahren wahrscheinlich auch noch auf der Bühne stehen, weil die Musik, die wir machen, ist ja wirklich, wie unser neuer Albumtitel auch sagt, timeless, ist ja wirklich zeitlos. Und das haben wir ja gemacht eigentlich vom Anfang an. Wir haben ja Stücke interpretiert aus allen verschiedenen Zeitepochen der populären Musik und haben die irgendwie aus dem Kontext herausgenommen und unseren eigenen Stil da irgendwie drauf geprägt. Aber das ist eigentlich, unser Ziel war immer nur, schöne Musik zu machen und nicht irgendwie einer Zeittendenz zu folgen. Und deshalb
glaube ich, konnte man sich vor 15 Jahren Il Divo anhören, genau wie heute oder genau in weiteren 15 Jahren. Okay, hören wir uns doch wieder ein Stück an aus dem neuen Album Timeless. Man muss es kaum vorstellen, von einem äußerst berühmten Amerikaner. Love Me Tender, Elvis Presley in der Version von Il Divo. Wie habt ihr dieses Stück hier auf die CD gebracht? Warum habt ihr das ins Repertoire mit aufgenommen? Das Konzept für Il Divo Timeless ist eben, wie ich das vorhin gesagt habe, eigentlich daraus ausgesprungen, dass wir das immer schon gemacht haben. Wir haben irgendwie Stücke aus jeder vorstellbaren Zeitepoche ausgewählt, und wir wollten das wirklich auf den Punkt bringen hier und eigentlich beweisen, dass wir, egal aus welcher Timeperiode der populären, der aufgenommenen Musik, dass wir Stücke nehmen können und die uns zu eigen machen. Und dann sind wir da ganz methodisch eigentlich gegangen. Wir haben aus jedem Jahrzehnt, also ziemlich genau 100 Jahre zurück, mit den 30er Jahren angefangen, haben wir ein Stück ausgewählt, das uns am besten gefallen hat und das uns am besten geschienen hat, für unseren Stil auch, das anzupassen. Und da haben wir eben, da haben wir dann jeder individuell von den Vieren hat da sich so eine Liste gemacht mit den Stücken, die wir bevorzugen, und das Love Me Tender, das hat dann irgendwie die meisten Stimmen gekriegt in dieser Zeitepoche. Und wird bestimmt viele Fans weltweit begeistern, denn ja, wie gesagt, Sie haben gesagt, das sind Stücke aus mehreren Jahrzehnten, und da fällt mir auf, dass aus den 30er Jahren ein sehr selten gehörtes Lied Aufnahme gefunden hat von jemanden, der mal am Schweizer Genfersee gewohnt hat, nicht wahr? Ja, klar. Wir haben Smile von Charlie Chaplin aufgenommen. Es ist ja ganz interessant, dass Charlie Chaplin dieses Stück komponiert hat. Ein Interpret des Stummfilms, aber hat dann eben auch Musik geschrieben. Der ganze Text dazu ist ja erst viel später gekommen. Das ist, glaube ich, den hat...
Ich weiß nicht mehr, wer den geschrieben hat, aber ich glaube von 1956 oder so, also 20 Jahre später, hat man da wirklich erst dann Worte draufgesetzt auf die Melodie. Aber es ist wunderschön. Ich muss da natürlich auch sagen, dass je weiter das man zurückgeht, wie ich das gesagt habe mit dem ganzen Konzept, dass man da pro Jahrzehnt die Stücke der populären Musik sich anhört, da gibt es natürlich immer weniger und weniger Auswahl. Und in den 30er Jahren, das ist natürlich eines der wenigen Stücke eigentlich, die man findet, die heute wirklich auch noch bekannt und populär sind. Aber es ist eine wunderschöne Melodie und dann mit dem Text, der leider halt nicht original von Charles Chaplin ist, aber auch ein wunderschönes Sentiment da drin. Smile if your heart is breaking. Se fama, smile sotto il temporal, il cielo rischiarerai quando tu riderai. Senza più paura, smile, e domani ancora il sole sai risplenderà per te. Se sorride aus dem Film Modern Times 1936, Charlie Chaplin, er war ja nicht nur Schauspieler und Regisseur, war eben auch Komponist, hat auch Violine gespielt, also war wirklich ein Multitalent. Smile. Erzählen Sie uns doch von Ihren Mitstreitern, das sind nämlich Leute aus ganz verschiedenen Nationen, nicht wahr? Ja, das ist ja sehr interessant, weil der Carlos ist aus Spanien, Sebastian ist Franzose und David ist Amerikaner. Und das war vor allem am Anfang, vor 15 Jahren, war das sehr interessant, weil ich als Schweizer, ich hatte schon ein bisschen in Europa rumgereist und so weiter. Also man hat da schon über die Grenze geschaut, aber ich hatte doch immer noch das Gefühl, dass wir Zentraleuropäer, das ist doch schon so im Allgemeinen alles dasselbe. Und ich habe dann mit diesem intensiven Kontakt, den ich da mit meinen Kollegen gehabt habe, vor allem in den ersten 2-3 Jahren, wo wir wirklich jeden Tag im Jahr quasi 15-16 Stunden zusammen waren, habe ich dann schon festgestellt, dass die Mentalitäten zwischen einem Schweizer, einem Franzosen und einem Spanier sind so grundverschieden. Also es ist wirklich unglaublich. Und es hat uns auch einiges gekostet, das dann mit der Zeit alles unter einen Hut zu bringen. Weil wir sind eigentlich wirklich vier grundsätzlich verschiedene Persönlichkeiten. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist das eine der Stärken von Il Divo. Weil wenn wir dann als Gruppe zusammenkommen, gibt es einfach ein sehr, sehr vielfältiges, sehr farbenfrohes Resultat. Sie hören SBS Radio, nach wie vor im Studio unser Sondergast, muss man schon fast sagen. Das ist der Urs Buhler, Heldentenor von Il Divo.
blenden wir doch ein bisschen zurück, vielleicht in der Kindheit, Jugend. Wie war das damals? Wann haben Sie so das Talent für den Gesang entdeckt? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, vor allem wenn ich das mit meinen Kollegen vergleiche. Da Carlos zum Beispiel, der hat ja mit 8 Jahren schon seine erste LP aufgenommen. Und David hat irgendwie, wenn er so Teenager war, hat er irgendwann seine Stimme entdeckt und von da an war es klar für ihn, ich will singen. Und ich habe eigentlich immer gesungen, aber ich war nie so irgendwie fest entschlossen, das ist mein Lebensweg. Ich habe das eigentlich immer so auf mich zukommen lassen. Ich habe mit 8 Jahren habe ich im Jugendchor gesungen in Willisau und ich kann mich auch sehr gut erinnern, da war ich sogar, ja, das war so um dasselbe Alter, glaube ich, da mussten wir mal in der Primarschule alle einzeln ein Lied vorsingen in der Musikstunde und ich habe da vorgesungen und da hat der Lehrer gesagt, hört euch den Urs mal alle gut an, so singt man. Aber zur Zeit habe ich mir da überhaupt nichts dabei gedacht. Und ich habe dann auch später, ich habe ja eigentlich auf der Bühne angefangen zu singen in einer Rockband mit so 15 Jahren. Und das war wieder irgendwie dasselbe. Kollegen in der Schule, die haben da eine Band gemacht, die wollten so Covers machen von populären Rock- und Popstücken. Und die konnten niemanden finden, der sich da getraut, auf die Bühne zu stehen und zu singen. Und ich habe einfach so, oh, ich mache das schon, das scheint mir überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, mir hat das überhaupt noch nicht geklickt, dass ich werde Sänger. Das ist einfach irgendwie, das war was, das ich immer konnte und habe dann natürlich später studiert und hart dran gearbeitet, aber trotzdem, das ist irgendwie, das hat sich alles so ergeben. Aber es hätte sein können, dass Sie Pop- oder Rocksänger werden, weil ich glaube, mit 17 haben Sie in einer Heavy-Metal-Band sogar gesungen. Es war nicht wirklich Heavy-Metal, das war natürlich die Ende der 80er Jahren und ich war ganz großer Fan von Bands wie Bon Jovi, Europe, Motley Crue, solche Sachen und das hat mir einfach alles und auch das ganze Drum und Dran, der Look und die Motorräder und alles die Sachen, das hat mir sehr gefallen. Es gefällt mir auch jetzt noch. Aber meine Stimme war zu dieser Musik eigentlich nie geeignet. Sie war immer irgendwie zu klar, zu schön, ohne irgendwie, ich möchte jetzt überhaupt nicht arrogant tönen, aber wenn man Rock singt, dann stellt man sich ja da eine schmutzige Stimme, Gravel, wie man das sagt im Englisch. Ja. Ja, genau. Und meine Stimme war eigentlich immer zu fein, zu elegant für diese Musik. Und das hat sich dann auch wieder so ergeben, dass ich mit 20 Jahren dann als Musikhochschullehrer studiert habe und von da auch irgendwo ins klassische Berufsstudium als klassischer Sänger reingerutscht bin eigentlich, weil meine Professoren mir das empfohlen haben. Prima. Zeit wieder für ein bisschen Musik aus dem neuesten Album Timeless von Il Divo. Was hören wir diesmal? Ja, ein ganz wunderschönes Stück, das mir auch schon immer im Hinterkopf gespielt hat, seit wir in 2007 mit Barbara Streisand auf Tournee waren. Sie hat diesen wunderschönen Song The Way We Were und wir haben eine französische Version davon aufgenommen, Toi et moi. Un amour qui nous ressemble.
Toi et moi von Il Divo. Sie haben mit Barbara Streisand gespielt, sie haben mit Celine Dion zusammengespielt, sie haben mal für Barack Obama sind sie aufgetreten, für die Queen. Für wen möchten Sie sonst noch spielen oder mit wem auf Tournee gehen? Wir haben natürlich auf dem neuen Album Timeless zum Beispiel das Hello von Adele interpretiert, in unserer eigenen spanischen Version dann Hola. Aber das wäre natürlich unglaublich, wenn wir da mal eine Version zusammen mit ihr machen könnten. Ich glaube, ja, das wäre sensationell, wirklich. Aber dann auch andere Künstler, von denen wir Songs interpretiert haben, zum Beispiel Right Here Waiting For You von Richard Marx. Auch wieder in uns in einer spanischen Version, aber das Original ist, finde ich, eines der schönsten Popsongs, der je geschrieben und gesungen wurde, und mit ihm sowas zu machen, das wäre wunderschön. Für wen wir gerne singen möchten, wir haben wirklich, wir haben dann einen wunderschönen Katalog, eben, sie haben Barack Obama genannt, Queen Elizabeth von England, ich möchte da auch Gorbatschow zum Beispiel nennen oder George W. Bush. Wir haben so viele große Persönlichkeiten, haben wir das Glück gehabt kennenzulernen, und ich weiß nicht, ich wäre da ganz irgendwie melancholisch und romantisch, wenn ich an die Sachen zurückdenke. Wir haben einfach wunderschönes Glück gehabt mit unserer Karriere, dass wir so lang schon um die Welt reisen dürfen und immer wieder neue, aufregende Personen kennenlernen und Sachen erleben. Und ich hoffe, dass das nicht so schnell aufhört. Was ist für Sie das Erfolgsrezept, wenn Sie darüber nachdenken, warum sind wir eigentlich so erfolgreich? Ich glaube, der Grund Nummer eins ist, dass wir wirklich alle mit Herz und Seele Sänger sind und dass wir nichts lieber machen, als auf der Bühne stehen und singen. Und dann auch, dass wir unsere individuellen Persönlichkeiten wirklich, dass wir das geschafft haben über die Jahre, die individuellen Stärken zu bündeln und die zusammenzubringen, und dass uns das nicht auseinandergetrieben hat, aber im Gegenteil, dass wir gelernt haben, die Individualität im Einzelnen zu schätzen und die einzusetzen, und dass wirklich das Gesamte ist größer als die einzelnen Teile. Und ich glaube, da irgendwie, da drin liegt der Erfolg und die Attraktivität von El Divo. Und vielleicht auch, dass Sie in mehreren Sprachen singen, also die Leute in mehreren Muttersprachen dann auch erreichen, Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, aber ich glaube, Sie haben auch schon auf Portugiesisch gesungen, auf Latein. Warum eigentlich nicht auf Deutsch, oder habe ich da was verpasst? Nee, das ist schon so. Ist ganz interessant, weil in den letzten zwei Tourneen singen wir auch Solonummern, und ich habe da beides mal eine deutsche Arie ausgewählt, weil das natürlich auch für mich als Opernsänger der Ursprung ist. Und das ist das Repertoire, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich weiß nicht, wieso, dass wir mit El Divo nie ein Lied auf Deutsch gesungen haben. Am Anfang hatte das einen ganz einfachen Grund, dass unser Executive Producer Simon Cowell das einfach nicht verstand. Ich habe mal mit einem Verantwortlichen von der Plattenfirma gesprochen darüber, und der hat gesagt, wenn er Simon Cowell deutsche Oper hört, fängt er spontan an zu lachen. Und da habe ich mir gesagt, okay, da ist einfach irgendwie ein Kulturbaustein, der diesem Mann offensichtlich fehlt. Aber
als der natürlich die Kontrolle hatte über was Il Divo aufnimmt und was Il Divo nicht aufnimmt, dann ist das natürlich schon ein großes Hindernis. Aber heutzutage, Deutsch, ich würde es gerne machen. Und es gibt ja auch wunderschöne Stücke, die original in Deutsch sind. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann mal in der Zukunft. Grazie amore mio di aver sfidato tutto il mondo insieme a me, di aver cercato un'altra vita accanto a me, di aver sbagliato e poi pagato anche di più insieme a me. Grazie perché so che questo amore non potrà finire mai, anche se il mondo sta crollando intorno a noi, non piangerò, in qualche modo riuscirò a dirti addio. Pensare a te e non sorridere, non esser lì negli occhi tuoi, ma non dico a dire perché tu vivi in me, noi siamo ormai la terra e l'albero, la luce e il sole, di più non so. Grazie amore mio mit Il Divo, ebenfalls enthalten auf dieser neuen CD Timeless, das 7. Studioalbum in 15 Jahren von Il Divo. Sie kommen also für mehrere Konzerte dann im Oktober zurück nach Australien. Mhm. Das sind also Konzerte in Sydney, Melbourne, Canberra, in Tasmanien, in Perth, in Brisbane. Und ja, erzählen Sie uns doch. Ja, also es ist schon 6 Jahre her, dass wir das letzte Mal auf Tournee waren in Australien. Also wir freuen uns riesig darauf, wieder zurück zu sein. Und vor allem wirklich mit dieser neuen Show, Timeless. Wir haben ein ganz tolles Konzert. Wir haben in der letzten Tournee, die sich Amor y Pasión genannt hat, haben wir ja einige neue Elemente in die Show integriert. Solostücke zum Beispiel, das ist was, dass die Fans schon lange danach gefragt haben, unsere Stimmen auch mal individuell ein bisschen zu hören. Und jetzt ist es in Australien das erste Mal, dass wir das machen, in 2012, als wir das letzte Mal hier waren. Da waren wir irgendwie noch nicht so weit, dass wir das dann auch auf die Bühne bringen konnten. Wir haben auch Tänzer dabei, um irgendwie die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Wir machen auch in der zweiten Hälfte des Konzertes die ersten 3-4 Stücke, die haben wir so ein bisschen zusammengesponnen mit einer kleinen Szene. Also wir machen nicht wirklich Theater, aber wir geben da schon so ein bisschen, es geht da schon ein bisschen richtig Musical, Richtung Geschichte erzählen mit der Musik. Und das ist auch was, etwas, was wir eigentlich das erste Mal machen. Und ja, das ist irgendwie auch ein ganz tolles Experiment für uns. Und wir hoffen, dass das vielleicht irgendwann in der Zukunft auch irgendwie zu mehr führt. Also Ideen, Il Divo the Musical oder eine Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil, das sind natürlich alles Ideen zum Beispiel, die auch schon lange irgendwie in der Luft herumschweben. Aber weil wir jetzt kreative Kontrolle haben, können wir eben solche Sachen ausprobieren, und das ist schon ganz, ganz aufregend. Und Ihr Zielpublikum? Wer immer schöne Musik sich anhören will. Also es hat sich ja irgendwie verändert über die letzten 15 Jahren. Ich glaube, am Anfang war unser Publikum vornehmlich Frauen und
ich würde mal sagen, irgendwie 50 Jahre plus. Und es hat sich deutlich verändert insofern, dass wir jetzt im Allgemeinen viel mehr Paare sehen, auch Familien in den Konzerten, und das Publikum wird auch jünger, glaube ich. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das am Repertoire liegt oder ob das einfach daran liegt, dass wir älter werden. Es kann auch sein. Aber nee, wir haben nie eigentlich das gehabt, dass wir ein bestimmtes Zielpublikum haben, auf das wir hinzuarbeiten. Es ist eigentlich wirklich, wir machen die Musik, die uns gefällt, und wir hoffen einfach, dass es den Leuten gefällt und wenn die ins Konzert kommen, dass die einen schönen Abend mit uns verbringen. Und wenn Sie so zurückblicken, weil Sie hätten ja, wie wir vorhin gehört haben, auch ein Rocksänger werden können. Mhm. Von der Stimme her, es gibt sehr viele Tenöre in der Rockmusik. Bono bei U2, Jimmy Barnes hier in Australien, man könnte die Liste fortsetzen. Bereuen Sie das, dass Sie es nicht versucht haben in der Rockmusik? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie mein Leben immer so gelebt, dass ich einfach vorwärts gehe, und wenn sich eine Türe öffnet, wie man das so schön sagt, dann entscheide ich mich, ob ich da durchgehe oder nicht. Und mein Lebensweg hat mich hierhin gebracht und ich bin da überglücklich damit. Und ich weiß nicht, wenn mein Leben anders gelaufen wäre, wenn ich da jetzt wirklich als Rocksänger eine Karriere gemacht hätte, weiß nicht, wo das hingeführt hätte, aber ich bereue überhaupt nichts eigentlich. Ich bin überglücklich mit meinem Lebensweg, wo mein Leben mich hingeführt hat, persönlich wie professionell, und ich freue mich auf jeden neuen Tag und ja. Und ich weiß, Sie wohnen nicht mehr in der Schweiz, das geht aus beruflichen Gründen wahrscheinlich nicht, weil Sie so viel unterwegs sind, aber ich höre, dass Sie vielleicht bald in die USA ziehen? Ich habe schon seit einigen Jahren ein Haus in Los Angeles. Ich verbringe da relativ wenig Zeit, weil wir natürlich auch mit Il Divo meistens unterwegs sind. Aber ich bin seit 2 Jahren auch verheiratet mit einer Spanierin, und vor allem meine Frau sagt immer, dass sie eigentlich im falschen Land geboren ist, dass sie eigentlich Amerikanerin ist. Und ihr gefällt es riesig in Los Angeles. Und mir gefällt die Stadt auch, hat mir immer schon gefallen. Die Stadt hat einfach so viel zu bieten an Kultur, an Geschichte, Geschichte in Amerika, natürlich nicht für einen Europäer, aber Kultur, Kunst, Entertainment, Restaurants, Natur, Strand, Berge, Stadt. Es ist eigentlich alles da und auch wunderschönes Wetter. Und insofern, ja, haben wir da schon Tendenz, mehr und mehr Zeit in den Vereinigten Staaten zu verbringen. Und ich weiß nicht, ob wir in ein paar Jahren vielleicht uns da wirklich niederlassen werden. Gehen dann alle Beziehungen zur Schweiz verloren oder bleibt da trotzdem noch was zurück dann? Nee, also meine ganze Familie, alle meine Eltern, meine Brüder und Schwestern, die wohnen ja alle noch in der Schweiz, und die gehe ich auch gerne besuchen, wenn sich das ergibt. Ich habe auch noch wirklich meine ältesten, besten Freunde wohnen in der Schweiz. Leider gibt es das nicht viel, dass ich da langskomme, aber wenn sich das ergibt, dann habe ich immer 2, 3 wunderschöne Tage, und ich bin Schweizer und ich werde immer Schweizer sein, und ich fühle mich sehr heimatverbunden. Ich finde, die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Es lebt sich wunderbar in der Schweiz. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, mich in der Schweiz eines Tages niederzulassen, wenn mein Leben ein bisschen weniger turbulent ist. Was hoffentlich viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen, nicht der Fall sein wird, weil die Welt möchte Sie natürlich noch viele Jahre auf der Bühne erleben. Hoffen wir es. Urs Buhler, vielen, vielen Dank für dieses Interview und viel Glück und Erfolg mit der Tournee dann. Il Divo Timeless Tour Australia 2018, das ist also am 16. Oktober in Perth.
am 18. in Adelaide, am 19. an der Goldküste, 20. Oktober Derwent, Tasmanien, 23. Oktober Melbourne, die Margaret Court Arena, am Mittwoch, 24. Oktober Canberra und in Sydney dann am Donnerstag, 25. Oktober im International Convention Center. Vielen Dank für den Besuch. Vielen herzlichen Dank.